Auf an Ratsch! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf an Ratsch, dem Menschen-Podcast der Passauer Neuen Presse. Mein Name ist Ralf Enzensberger. Mir wurde gesagt, meine vergangene Anmoderation wirkte etwas monoton und vielleicht sogar ein bisschen einschläfernd. Ja, und das stimmt, wenn ich mir das Ganze nochmal so anhöre. Jetzt etwas beschwingter, auch weil mir die Veröffentlichung der Unterhaltung sehr am Herzen gelegen hat, darf ich meinen nächsten Gesprächspartner ankündigen. Ich habe mich mit meinem guten Freund Bruno Czoner, der auch den Kontakt vermittelte, mit einem Menschen in gebührendem Abstand getroffen, den man in diesen Zeiten ja in die Schublade Risikogruppe stecken würde. Rupert Wolfswinkler aus der Nähe von Tittmoning im Landkreis Traunstein ist 92 Jahre alt. In seiner Stube, die einer begehbaren Biografie des wirklich immer noch spitzbübischen alten Herrn gleicht, haben wir über seine sorglose Kindheit, den Krieg, den er als Jugendlicher im Alter von 16 Jahren an der Front miterleben musste, und über die Liebe zur Musik gesprochen. Bertel hat uns so verzaubert, dass wir von Anfang bis zum ergreifenden Schlusswort nichts wegnehmen wollten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Rupert. Danke, dass wir da sein dürfen. Mich freut es, dass ich so schöne Buben von meiner habe. Ja, jetzt, obwohl ich so lange beim Friseur nicht mehr war. Ja, also ich möchte was hören aus meiner Geschichte hin, ja. Bis zum Kriegsbeginn in der Kriegszeit. Ich werde es ein bisschen kurz machen. Schauen wir mal. Wie lange hast du Zeit heute? Ja, ich habe Zeit bis um 10 Uhr. dann wird ins Bett gegangen, oder wie? Ja, okay, ins Bett. Also. Vielleicht kurz zu deiner Person einmal. Ja, das war gut. In meiner Person, ja. Das möchte ich auch jetzt sagen. Dann leg los. Ich bin gebürtig in Oberöd, Gemeinde Oberkastel, Pfarrei unter Neukirchen, Landkreis Riedig. Ah, okay. Zugezogener. Ja, ich bin auf einem Bauernhof geboren. Das ist so ein Hof, der neu gebaut worden ist im 1840er Jahr von des Welschen Maurer Südtiroler. So Baugruppen da gewesen. Und die haben den Hof, der war Holzer, im Mauer gebaut. Und da vor der Haustür hat noch ein Maurer ein Gemälde über der Haustür angebracht mit der heiligsten Dreifaltigkeit und unten den Spruch: Hab bei der Arbeit deine Hand, dein Herz bei deinem Gott, zufrieden sei mit deinem Stand, dann hast du keine Not. Ist ein wahrer Spruch für die Bauern. Okay. Und auch für jeden anderen Unternehmer. Und der Hof existiert ja auch schon seit ungefähr 1400, wie das da. Und ich bin das vierte Kind der Familie Rupert und Therese Wolfswinkler von Oberöd. Und uns waren im ganzen Simme zwei sind gestorben. Ist ein, dort ist so der Brauch gewesen, in die 20er, 30er Jahre war keine Nachbarsfamilie unter sieben Kinder. Ich war gar nicht. Das ist einfach gewesen. Ja. Und dann ist der Hitler gekommen. Gell? Wie hast du die Kindheit da erlebt? Die Kindheit war eigentlich schön, war total gefahrlos, war auch, wir haben vollkommen freie Buben und mit den Dirnln, mit den Geschwistern, Sand aufgespielt, Rennwagen gefahren, mit dem Lauterwagen. Also praktisch, also wir kein Handy, nichts, gar nichts, nicht ein Radio, nichts, Radio auch nicht, nichts haben wir gehabt. Wir haben gesungen daheim, die ganze Familie, weil die Mutter hat Zither gespielt, gell? Und so hat das sich auf uns übertragen. Und wir haben schon als Kinder die Stallarbeit verrichten müssen, obwohl wir mit den Knechten und Dirnen mitgearbeitet haben. Wie alt warst du da, wo du das erste da Mal haben wir schon 10 Jahre gewesen. Okay. Da ist jeder schon eingespannt worden. Ja. Wie zum Beispiel bei unserem Hausbrunnen, der war 36 Meter tief. Da hat mein Bruder, der Hans, der war einmal ein Jahr älter, und ich,
Wir haben ja genau 140 Pumpen machen müssen. Und wenn einer geschwindelt hat, hat das Wasser nicht gegangen. Das war die, genau, das war die magische Zahl, also 140 Pumpen. Ja, Pumpen, ja, und das dann hat gelangt. Okay, ja. Fürs Vieh, ja, und für die Familie. Also Granter war in der Stumm zwischen Kuchen und Stumm, ja, dann die Granter im Kiosk, der Granter im Rostein. Mhm. Und so die Sau und Kälbe, da haben wir sie drum. Ja. Das war dort ja so. Und war das sehr anstrengend? Ich kann mir das nicht vorstellen. Also 140 Mal. Nein, wir haben einen Punkt. Ja, okay. Ach so, mit zwei. Okay. Ja, das ist ein, weißt, das ist ein Gewicht gewesen, bis die Säule von 39 Metern einmal aufgekommen ist. Gell? Ja. Und da hast du ganz rausgehen ja müssen. Aber zu zweit immer oder einzeln? Nein, übereinander. Da ist einzeln gegangen, okay. Da hat es nichts gegeben. Ja. Das noch hat 38, haben wir noch Elektropumpen gekriegt, das war schon schön. Aber dafür war die andere Arbeit mehr. Schon, wir sind zu Fuß in die Schule gegangen, nach unten hier. Das waren 5 Kilometer, alltag Schulmess. Um 4:30 haben wir aufgestanden, brav unser Tischgebäck, Morgengebäck gemacht, Kaffee und eine Scheibe Brot gegessen, und dann hat losmarschiert. Warst du ein guter Schüler? Hä? Warst du ein guter Schüler? Nein, mittelmäßig bis schlecht. Oder warst du gerne in der Schule, sagen wir mal so? Eigentlich schon. Was mir so gefreut hat, war, ich war so singen gekommen. Ah, okay. Und der Lehrer hat gesagt, Rupert, wenn du überall so gut warst, wie im Singen, ich hätte keinen besseren Schüler. Also ich singe ja gerade leider. Warum braucht es ein mehr? Gell? Nein, ja, das war, ich war nicht mein Element. Ja. Ich habe mit 7 Jahren mit der Zither angefangen. Mhm. Gell? Ich meine, die Zither, damals war in dem Pfarrbereich unter einer Kirche ungefähr 40 Bauern, wo jeder Zither gespielt hat. Und wo haben die das gelernt? Hat es da schon Musikschulen gegeben? Oder? Nein, ich bin zu einem Militärmusikmeister gegangen, der ist auch Bauer gewesen, im Ersten Weltkrieg. Okay. Und der hat Zither gespielt und da den habe ich das gelernt. Genau gegangen. Ja, ist ein schweres Instrument, oder? Ja, er hat mehrere Instrumente gespielt. Er hat Zither, hat Geige gespielt und hat nebenbei auch Blasinstrumente gespielt. Okay. Und du spielst auch Gitarre, wie man da sehen kann, oder? Ja, das ist, ich mein, wir machen das Konzert, weil mein Bruder ist da, der sagt, ich bin nicht mehr so fit, muss ich ehrlich sein. Auch mit der Zither, mir dann die Finger so weh. Ja. Aber ja, gut spielen, also nicht der Beste, aber gut. Ja. Bin im Café Alzato Rosenheim, 3 Jahre, alltag ein paar Stunden im Hotel Tandler, oder Ding. Mhm. Ich glaube, der hat 10 Jahre gespielt hat, da drin. Ja. Die haben nur Musiker genommen, die nichts genannt. Wobei man jetzt schon behaupten kann, also in der kurzen Zeit, wo ich die jetzt kennenlernen habe dürfen, kann ich schon sagen, ich kann mir die schon gut auf einer Bühne vorstellen. Also das ist ja auch immer ein Gesamtpaket. Das ja, ich habe ja Vorträge, ich habe mündliche Vorträge gemacht. Ich habe die Leute mit den Leuten geredet, ich habe kommuniziert. Okay? Und das ist ja die Kunst eigentlich eines Musikers, also besonders Gaudi, eines Live-Musikers. Ich habe auch Gaudi erzählt. Ja. All die Geschichten, ich war voll der Lungen gewesen, gell? Und mein wird es nicht hergehen, gell? Und ich muss ehrlich sagen, Musik war über mein, schon mit 6, 7 Jahren, da haben die Bauernknecht beim Nachbarn in Kammerlener und Großbauern, die haben die Diatonische gespielt, ja, auf Nacht auf der Hausbank heraus. Ja. Da bin ich taust auf dem Bredelstolz. Und nichts mehr, da habe ich nicht, ob Mama schreien können, nichts. Der Sabor hört wieder nicht. Was fasziniert dich, oder hat dich so früh, weißt du das irgendwie, kannst du das in Worte fassen, was dich da so fasziniert? Das war fasziniert. Ja, und kannst du das sagen, warum, also, was macht das mit dir? Ich weiß nicht, wieso. Das ist was Magisches, oder? Das ist, auch von den anderen Geschwistern, ich war da besser in Musik und auch im Auftreten. Ja, ja. Okay, ich bin ja in der Schule von leider auch auftreten. Wir haben jetzt einmal zum Beispiel, das ist eine wahre Geschichte, weil wir ein paar zur Schule gegangen sind. Mhm. Und da, wenn es oft so gewesen ist, weißt du das, wenn man zum Beispiel geringt hat, und du hast lange groß gewesen, dann ist es schön aufgekommen,
und mit den Füßen auseinanderteifelt. Natürlich, gell, wärst du auch verbrannt. Und auch gerade so ein Tag ist gewesen, nach der Kirche, jetzt ist es ein Essen, und der Hauptlehrer Moll, da, Kinder, hoffentlich seid ihr alle sauber, heute kommt der Schularzt. Den haben wir sauber. Da bin ich sauber dran, gell. Ja, nur mein Wolfswinkel, einer der letzten, halber fett, komme ich da vor den Doktor hinstellen, nackert, ja, Körper angeschaut, ein bisschen Magen bin ich gewesen, gell. Umdrehen, ja. Sagt er, wäsch dich deine Mutter nicht. Sagt, du hast ein Pfirsfeldrick. Das hab ich wild geworden, gell. Ich hab gesagt, sie kennen meine Mutter nicht. Sie kennen meinen Schulweg nicht. Und sie kennen mich auch nicht. Sag aber, dass meine Mutter da ein Schrampen war. Mein Lieber, das nimmst du zurück, da geht es wieder. Wo ist der Lehrer? Über die Mama hast du nichts kommen lassen, quasi. Nein, die hat sich entschuldigt, auch von mir. Und ja, ist wieder weitergegangen. Und das sind also meine Sachen gewesen. In die Prüfungen, muss ich ehrlich sagen, ich bin ja so zwischen 3 und 4 gewesen. Mhm. Aber in der Musik und Gesang, da war es. Okay. Und dann ist die Schulentlassung gekommen, da ist der Krieg schon gewesen. Wann war das dann? Das ist 41 gewesen. Genau, und du warst da wie alt? Ja, 28 Geburtsjahrgang. Mhm. 13. Mein Vater war eingerückt, der war beim Paras, ist Jahrgang 1898, ist im Ersten Weltkrieg dabei gewesen, ist bei Verdun dabei gewesen, mhm, ist da auch in Gefangenschaft gekommen und ist auch heimgekommen. Und gleich wie der Krieg gegangen ist, hat er fort müssen. Mhm. Ja. Also wieder eingezogen worden? Ja, einfach eingezogen nach Mühldorf. Dann die nach Landshut gekommen sind, die sind die polnische Grenze gekommen und der ist nach Augsburg gekommen, die sind dann die französische Grenze gekommen. Mhm. Also der Westwall gebaut worden. Mhm. Und wie das, genau, da warst du 13 Jahre alt und ja, praktisch gerade so mit Schule. Ja, da war ich dann voll Dienstknecht im Kuhstall, Schweizer, Möcher, 11 Kühe, Möcher, entmisten das Futter beibringen. Kleibitzchen, alles so. Mhm. Da ist sogar so weit gekommen, dass wir im letzten Schuljahr haben wir freigestellt worden vom Reichsnährstand, um die Versorgung der Menschheit mit Lebensmitteln zu gewähren. Mhm. Wir haben nicht mehr dazu gebracht. Und wir müssen auflegen. Ja. Aber wir haben ein Musikspital, Aufnacht, Freikot. Wie hast denn da jetzt, da warst du ja schon 12, 13, wie hat man bei euch so den Nationalsozialismus erlebt? Das ist eigentlich gar nicht so schlimm geworden. Ich weiß, der Vater, den Hitler, den Saudipp, immer wieder, das war gekommen. Und dann kauft er mal ein Radio und dann kommt eine Sondermeldung, ein Radio, kein Volksempfänger, ein Radio. Ja. Sondern wenn das heute Abend spricht, der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler, wo? Da haben wir Buben gleich um mit zu den Nachbarn, dann hat er auf Nacht der Hitler redet. Jetzt ist er auf Nacht die ganze Stunde wie Leute gewesen und wir haben noch da angefangen, Volksgenossen und Genossinnen, Männer des Deutschen Reichstages. Ja. Und ich habe immer wieder angefangen, von 1933. Gell? Und ich war das war ich als Bub. 33 und 34 haben im Tagesablauf auf dem Hof ungefähr 20 Bettel gekommen. Ach so. Mütter mit Kindern, Bigosche heißt Bittgosche, ja. Bigosche, ja. Sissen, aber mit Suppen für die Kinder. Mhm. Okay. Und dann ist der Hitler gekommen und 34, bumm, hat es aber gegeben. Mhm. Und so viele Leute arbeitslos gewesen, die haben dann kein Geld gehabt. Mhm. Okay. Das war das, was uns aufgefallen ist. Und auch die Bauern, uns Bauern, das weiß ich, wir haben beraten worden, haben Berater gekommen, der hat nicht reingegangen und ein Hitler. Nein, grüß Gott, gell? Ich komme da vom Reichsnährstand, also vom
Bahn gekommen, da und da. Wir haben die beraten. Mein Vater gesagt, ich habe es vom Vater gelernt und der Vater hat es wieder von seinem Vater gelernt. Ja, das ist alles recht und schön. Mhm. Es ist anders gewirtschaftet worden. Mhm. Im Feldbau war es, ja, die Dreifelderwirtschaft haben wir wirklich immer Viehzucht, ein Stier, extra Mille, alles das hat es zuvor nicht gegeben. Mhm. Mhm. Und da haben wir da drin gewesen. Dann ist Mille Oliven gekommen. Und da haben wir Kinder, aber die 5 Liter Mille kann, einen Hagelstecker durch, mein Bruder voraus, ich in die Nahe, zu einem Sammelpunkt getragen, weil er da früher um 6 Uhr war voll gewesen. Jeden Tag. Und da ist die Sammelpunkt, und dann haben wir über den Egelsee gegangen, das ist auf dem Weg gewesen, dann haben wir die Kannen voll frisch gemacht und die haben wir rausgerufen. Und das ist Jahre dahin gegangen. Und es ist keiner krank geworden, da man jemals gehört hat, und da haben wir gereicht. Das haben die Mutter, Vater und Mutter haben das nicht gewusst. Dann haben wir heim, die haben wir rausgerufen, haben wir wieder frisch gemacht. Die Meister der Froschmille. Aber da sieht man das. Mein Toll, die Wieder haben gekommen, scharfe Wieder, grobe Wieder. Da haben wir uns mit 13 Jahren aufgehalten. Da haben wir den Masten gehört, Elektromasten, weil er über ein Ding reingehört hat. Da haben wir Sackere, die was wird da. Ja, und dann hat der Schüler müssen wir spazieren gehen. Also eine Schulausflug nach Mauerberg. Das sind ungefähr 8 Kilometer. Da haben es 3 Klassen gewesen, also 100 Kinder gut. Und da am Hang vom Mauerberg liegen wir dran. Jetzt kommen Flieger. Zuerst die 10, dann der 20, dann der 100. Und haben nicht mehr aufgehört. Mhm. Das ist die Besetzung Österreich. Ah, okay. Österreich. Die haben alle da, die vom Flieger gehabt, haben da oben geflogen. Also wer macht's Flieger? Ja, Privatflieger, alles. Ach so. Alles, das sind hauptsächlich Privatflieger. Begeistert jetzt der Hitler. Seine Heimat, nicht? Ja, ja. Wir haben uns nicht so begeistert. Wir haben ein Radio schon gehört. Aber Grund hat nachgerückt, angeschaut, Rosenkranzbetten. Okay? Ja. Also, Punkt der Nationalität, uns hat er gefallen, der Hitler. Aber noch dem Vater haben wir 700 Mark Kindergeld gekriegt auf einmal. Ja. Noch das Büttel und Herrgott zum Kleinkind. Vom Hitler? Vater. Vom Hitler? Nein, ein Hitler. Aha. Ja, ein Herrgott zum Kleinkind. Dann haben wir gesagt, hey, so angeben, das mit auch nicht sein. Gell? Und ein Hitlerbart hat er sich. Oder sich nein. Aber da ist er drin gehängt und da, wir haben hergeholt und wir haben ein Rosenkranzbett, haben wir den Deppen dabei angeschaut. Ich weiß nicht, ob sich der was denkt. Gell? Aber und, rein, ja, Entschuldigung. Ja, und dann ist der Krieg dahingegangen. Die Knechte haben einrücken müssen, der Vater hat einrücken müssen. Haben wir den ersten gefangen gekriegt, einen Polen. Mhm. Wir haben uns mit dem ganz gut unterhalten, auch gut verstanden. Der ist an der Grenzbereich zum Deutschen Reich hat der gewohnt und die haben dabei herein an Arbeiten gewesen. Mhm. Und er ist auch Soldat geworden, aber gegen die Macht, so die haben dann so weit hinten angekommen mit dem Militär. Mhm. Da ist ja gar kein Draht reingekommen. Und er war früher da ein lieber Dummer gekommen ist. Und uns ist dann ein SA-Mann gekommen. Dann hat uns die Vorschriften, wie man behandeln müssen. Er darf nicht beim Tisch essen. Gell? Und er darf weder im Fahrrad noch ein Radio oder sonst noch die Mutter. Ich war noch so gut. Mein lieber Mann hat gesagt, red uns du nicht ein, wie wir mit Arbeiter behandeln müssen. Und jetzt schau, dass du weiterkommst. Der ist gegangen. Ja. Der hat einen Kopf geschüttelt, der ist gegangen. Okay. Der hat gemeint, er kann uns mit der Uniform begeistern. War das einer von da quasi? Oder von? Nein, der ist von Udering gewesen, von der Kreisbauernschaft. Okay. Da haben sie auch schon mit der SA-Uniform umeinander gestiegen. Pritschkezhosen, gell? Ja. Angeben, gell? Die Angeber. Hat der Vater aber gesagt, da sag ich, ob der Hitler auch Britsch gesagt. Nein, der ist auf dem Büttel über normal. Dass das gibt. Ja, ja. Ja,
Und der Vater ist noch da eingerückt, gell? Seit Abend hat Brief angeschrieben. Wir haben einen Brief geschrieben. Dann ist er mal heimgekommen. Und dann ist er entlassen worden, weil bei uns im Ersten Weltkrieg schon zwei gefallen waren. Und er, der Jüngste, der Weltkriegskämpfer war, und eine Auszeichnung gehabt hat, ist er entlassen worden. Und das war schön. Der Bürgermeister ist ein Nazi-Parteiangehöriger gewesen. Mhm. Und zwar der Greschitz-Brei, Weißbrei von Gramming. Bei Riering. Das ist interessant. Ja. Vielleicht kannst du das der Bürgermeister gewesen, von uns. Und der kommt in der Soldatenuniform, kommt daheim und geht zum Bürgermeister. Biederungen, so, jeder, hat er gesagt, hast du Urlaub? Nein, hat er gesagt, das habe ich nicht. Ja, du wirst ja dir nicht abgehauen sein. Nein, sagt er, das bin ich auch nicht. Aber ich habe gerade gefragt, wo die Entlassungsgesuche hingekommen, wo die Mutter, also seine Frau, eingereicht hat. Viermal. Weil wir Kinder auch unterschrieben haben, die Rechtsding. Und ja, die müssen schauen, wo er einen Stolz da hat. Ja, nein, sie haben Wehrmeldeamt drin. Die haben Wehrmeldeamt. Lacht mein Vater. Und ich sage, Bürgermeister, da komme ich gerade her. Da bin ich drin gewesen. Der hat gesagt, die müssen bei dir liegen. Da hat er mich geschaut. Ja, da links, ja, herunten. Ja, da hätte ich nicht gesehen. Okay. Ja, ist hat er es ihm gegeben. Der Vater hat gesagt, gut, das ist ein schlechter Dienst, okay, für die Gemeinde. Und er ist noch zu Fuß heimgegangen und auf einmal ist der Vater da gewesen und narrisch gefreut. Haben wir gleich ein Festessen gemacht, Schweinersatz gegeben. Wir haben einen Saugschlag gehabt. Das ist ein Heldentag gestorben, ist direkt das Gewehr gelaufen. Das Gewehr gelaufen. Okay. Okay. Das hat Selbstmord. Okay. Das weißt du noch so genau. Oder ist das ein Witz? Nein, das ist kein Witz. Okay. Die haben da erschossen, einen Stall drin. Aber also, das hat es nicht oft gegeben, oder? Schweine? So nein, das war schon noch was Besonderes. Hast du alles so liefern. Alles so liefern. Hat er nicht gewusst. Ja. Und das hat er nicht schon nicht dürfen. Und so der Nachbar, die haben das auch geschaut. Es geredet worden. Aha. Und wenn sie gerade ein Wirtshaus geredet haben, gelangt, etwa hat es gehört und bla 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 bla, geht es weiter. Was passiert dann? Oder was war dann passiert? Die haben noch verschärften Kontrollen im Hofbereich, Viehzahl und dieses sagen und vor allen Dingen Ablieferungserhöhung. Aha, okay. Also das sehr planwirtschaftlich. Ich würde gerade sagen, also mehr liefern müssen da in Folge. Ja, also ein hast du liefern müssen, drei hast du und Vieh und Leute, Quantum Jahr. Okay. Ja, und dann kommen die Jahre 43. Mein Bruder ist 27 Jahre lang gewesen. Eine Frage hätte ich davor noch gehabt vorher. Wie ist denn bei euch das Thema Krieg thematisiert worden, wo der Papa dann weg war? Oder wie habt ihr halt. Wir haben angefangen gehabt am Polen. Ja, ja. Aber hat deine Mama zum Beispiel mit euch über das Thema Krieg geredet oder was habt ihr Kinder? Wir haben mit der war dabei, ist wie ein Deutscher und wie es geht. Nein, man, das Thema Krieg generell, dass jetzt der Papa wieder in den Krieg muss oder so, hat das die Mama erklärt. Ja, das war unsere Sorge, weil mir hat schon den Nachrichten gehört, da ist ein Bauer von Englisch, ein Obernagier, 14 Kinder, ist zu Tode gekommen, und dann ist der Führerbefehl gekommen, da alle Väter mit über 7 Kindern sofort entlassen werden. Mhm. Und da ist er dabei gewesen. Genau, das war auch meine Frage gewesen. Wie hast du das als Kind damals mitgekriegt? Oder praktisch mit 13 Jahren? So ich hab die Zeitung gelesen. Ja. Bin voll drin gewesen. Wo ich im Deutschen nicht gut war, war lesen, vorlesen habe ich auch gut können. Komm mal betonen, Rufzeichen, alles. Ein blöder Hund war ich nicht. Aber ich weiß nicht, ich habe manches nicht begriffen oder ich habe nicht mehr. Ich verstehe das nicht, mal ehrlich sagen. Vielleicht hätte ich mich leichter da. Weil danach, wie ich heimgekommen bin von der Gefangenschaft, dann habe ich erst richtig angefangen. Dann habe ich Steno gelernt. Dann habe ich Mathematik, Logarithmen und alle die Formeln.
Hätte ich noch gemeint, ich bin Maurer geworden. Dann habe ich gedacht, dann wärst du Architekt. Weiter. Da weiß man, weil wir Leute frontal eingerennt. Ach so, das auch noch? Ja. Hat den einen geschwollenen Bauch gekriegt. Ich lache. Ja, toll, nicht klar. Ja, okay. Ja? War und? Architekt geworden, aber dafür Familie baut. Ja. Ja, und jetzt bin ich über meinen geringen Einsatz noch nicht gekommen. Ja. Und 44 schon im Februar kriege ich ein Schreiben vom Wehrmeldeamt. Wie alt warst du da? 44 dann war 16, 17, ja. Kind eigentlich. Vormilitärische Ausbildung nach Frosengassen beim Dasselwurm um da. Weißt du? Nein. Da, Berg drin. Okay. Ja. Du hast dich vorstellen müssen. Ja, ja, jetzt kommen wir da drin. Habe ich mir eingeladen, das ist eine Hitler-Uniform gewesen. Weißt du, haben noch 100 Leute, Buben da gewesen. Dann haben wir zuerst einen Vortrag über Hitler und die guten Taten. Mei, ich bin da drin gesessen. Gewusst, ich habe mich gewundert, was der Mann redet und was. Also warst du dann, hast du das Gefühl gehabt, dass du in irgendeiner Form auf das vorbereitet bist oder ist das letztendlich ich war nicht unaufmerksam. Ja. Ich habe immer genau mit, wenn eine politische oder was auf dem Kriegszeit, die Könige und Kaiser, das habe ich auswendig gewusst, da haben auch mich gefragt. Das hat mich recht gefreut. Mhm. Und sonst bin ich das Auto umgegangen. War das quasi absehbar oder wie weit warst du vorbereitet? Das glaube ich, das, was der Bruno gemacht hat. Eigentlich noch gar nicht. Ja. Du weißt, haben wir schießen. Du hast mit Karabiner. Bin ich ja ganz gut gewesen. Das hat mich gefreut. Dann habe ich sogar ein Ding gekriegt, ein Beutel von Mittler Bierchen, sein Kampf. Andere in alles haben mir überreicht worden, der Wolfswinkel. Brief habe ich gekriegt, meine Geschwister haben mir alles angeschrieben, Nachbarngeschwister. Ich habe einen Tag auf 7 Brief gekriegt. Mhm. Und da sind so viele dabei gewesen, die haben keinen Brief gekriegt, die haben direkt geredet. Mhm. Und haben meine Stimme gekommen, aber dort hat sie es lesen. Die haben gesagt, die meinen nicht schreiben. Und da bin ich so bekannt worden. Und dann hat das eine mit der Zugharmonie, ich habe es marschieren können im Gleichschritt. Dann da viel dabei gewesen, die haben keine Musik gehabt. Ja, wir brauchen da Musik. Also, wenn du es zur Zirche herbringst, ich spiele damit. Also, diatonische habe ich können und die grammatische. Gell? Mhm. Und da habe ich einen Wind bleibt Wind. Und da habe ich oft dann 2 Stunden lang bin ich auf dem Stuhl gesessen und die Hand rummarschiert. Der Depp, der. Hast du sowas in dem Moment, also nicht in dem Moment, aber in der Zeit, sowas wie Angst verspürt, dass du das weißt, was auf die Zukunft? Eigentlich gar nicht. Okay. Eigentlich gar nicht. Das ist ja ungewöhnlich. Ich bin ja zum Beispiel, wenn wir so Nahkämpfe geübt haben, auf dem Baum auf, da bin ich der Erste gewesen, war ich verschwunden. Wir haben es nicht töten können, weil sie mich nicht gefunden haben. Ich bin auch nicht so groß gewesen, aber flink wie ein Wind, und das muss ich wirklich sagen. Mhm. Ein Krach und Rutsch und fort war ich. Ein Laufen. Ja. Ja, ich wäre ein tapferer Soldat, weil ich laufen kann. Also ich hätte total Schiss gehabt, wenn ich jetzt da... Ha? Ich hätte total Angst gehabt, glaube ich. Wenn ich mit 16 noch, weiß man... Wir haben Angst gekriegt, wie man mir, das muss ich ehrlich sagen, ich bin dann nach Reut in Dannheim, dann im Tal und dann nach Gren zur SS-Gruppe Wittig gekommen. Aha. Und da haben wir am 12. Januar, glaube ich, 12. Januar, ja, auf LKW Lastwagen aufgekommen, mit SMG, ich bin SMG-Schütz 34 gewesen. Und dann ist es gegangen, auf, geht es Frankreich zu. Da haben da die von Lyon auf, die haben da unten auf, haben sie schon hübsch aufgekommen. Mhm. Und von oben aber auch. Und wir haben vier gefahren in Elsass bis, wie heißt das? Belfort. Mhm. Belfort, wenn ich das was sage. Ja, gibt es einen Kass. Ja. Und da ist ein großer Truppenübungsplatz. Ja.
Und da haben ungefähr 18.000 Soldaten gewesen. Und da haben wir zuteilt worden. Aha. Und da haben die Dämme schon herumgewesen. Da haben die Kanonen schon geschossen. Da zackere die. Okay. Also da hast du das erste Mal gemerkt, dass es ernst wird? Das schaut grob her. Schaut grob her. Und es ist auch schnell vorbei gewesen. 3 Tage hat der Krieg gedauert, muss ich ehrlich sagen. Mhm. 3 Tage. 3 Tage, Tausende von Fliegern. Mhm. Also, wir haben einen Panzer gehabt, wir haben 8 Kanonen gehabt, weißt, schwere Waffen, alles kaputt. Mhm. Nur eins gekommen. Aufgesetzt, Infanterie auf die Panzer. Unser Zugführer war, ist ein alter Feldwehr wie vom Ostfront gewesen. Boom. Köpfe nicht mehr raus, Rietzing, ja nicht mehr, keine Hand raus, nichts mehr. Mhm. Die haben mit den Panzer durch und über uns drüber und uns gar nicht schießen. Okay. Erst nachher haben die Truppen gekommen da. Mhm. Haben gesagt, ja, kann verteidigen hat keinen Sinn nicht mehr. Mhm. Haben da von den 1800 an die Gefangenschaft gekommen, ungefähr 1400, 200 haben da durch die Bombardements und die Tiefflüge draufgegangen und verwundet worden. Ja, und da haben wir noch in ein Gefangenlager gekommen, in ein Dorf, das ist nicht noch außerhalb Lothringen gewesen. Mhm. Und da hat es ein bisschen Kämpfe gegeben. Aber und wenn da, man das nicht überspringen, weil es mich wahnsinnig interessiert, wie war denn der bei diesen 3 Tagen so der Alltag? Der Alltag. Also diese, du hast gesagt, 3 Tage netto ja, waren im Krieg. Wir haben einen Graben gewesen, ist ein Graben. Ja, Graben. Okay. Graben da ist Maschinengewehr drauf und da bist du ein Trick drin gestanden, weil es gering war. Ja. Und ihr habt letztendlich schon drauf gewartet, also an diesem Truppenübungsplatz war das, oder? Ihr habt darauf gewartet, dass ihr jetzt dann angegriffen werdet. Ja. Das habt ihr gewusst. Ja, war er. Genau, was war. Und deine Aufgabe war einfach praktisch... Ja, mit dem Maschinengewehr. Genau, okay, ja. Ja, ich habe auch geschossen, muss ich ehrlich sagen, direkt auf Panzer mit aufgesessener Infanterie. Und dann hat es einen Rumser da, dann habe ich nichts mehr gewusst. Und wie ich zu mir gekommen bin, steht so ein Riesensoldat, ein Neger, neben mir. Ein Army wahrscheinlich, oder? Ja, der Ding, Franzose. Oder Franzose, ja. Und hat er gewirkt. Dann ist einer hergegangen, ich habe nicht mehr gescheit gehört. Ich höre halt auch noch nicht so richtig auf der Seite tot. Ja. Und habe erklärt, dass ich mich anziehen mal. Die haben mir nachher da gezogen, haben die Quanten untersucht und Uhren und dergleichen, Geld und das alles weg und Waffen. Dann haben wir da nachgelaufen, dieser Panzer vorausgefahren, ein Panzer hinten alle und wir haben so marschieren müssen, wie die gefahren haben. Ungefähr 20 Kilometer. Da haben schon x hunderte Gefangene beieinander gewesen. Und da haben wir noch umstellt gewesen mit MPs und Maschinengewehr. Und es ist gesagt worden, wer sich dem Stacheldraht nähert, auf 50 Meter, der ist tot. Mhm. Ja, wir waren ungefähr so ein Quadratkilometer gewesen. Und noch den anderen Tag oder früher, statt dem Essen, wir haben einen sehr Hunger gehabt, kamen Soldaten auf einen Chip und die haben junge deutsche Soldaten angekommen. Kameraden, meldet euch zur Legion. Mhm. Was die französische Legion? Servus. Ja, mein Neffe, Enkel eigentlich. Ja. Und meldet euch zur Legion. Als Deutsche habt ihr nie mehr die bürgerlichen Erden. Ehrenrechte und da haben sie viel gemeldet und die haben sie auf Lyon oben und von Lyon gleich Madagaskar, Bürgerkrieg und da haben sie, und noch Vietnam haben sie draufgegangen. So war die einer Schicksal. Und mir, das Dritte, ich habe gesagt, nein, er geht der Schmarrn wieder an. Noch zwei, einer von Passau, ein Lehrer so, und ein paar nicht von vorstehen, das sind ganz starre Kunden gewesen. Weil wenn du da, du, schau mal da mal rüber, ist es weitergeschmerzt worden. Und irgendwie haben sie unter die Gefangenen Leute gehabt, die das gemacht haben. Und die haben ganz stark gewesen. Die haben nichts geredet und nichts. Dann sage ich mal so auf die Nacht,
wir waschen, wenn wir abhauen. Dann sagt er, waschst du dabei? Ja. Dann sagt er, wir haben einen Namen, der war interessiert. Aber, ja. Und dann kommt der 8. Mai, der Sieg über Deutschland. Und die Franzosen bringen da die Leute, ihnen die Soldaten, Schnaps, Wein, Bier. Die haben für die Panzer runtergekugelt. Da haben wir davon zerritten. Haben wir durchgerubbt. Durchgerubbt. Herz geschlungen. Haben wir das? Holz haben wir das. Haben wir nichts zerfressen. Ja. Ja, nichts. Ja. Das Französisch wird auch bescheiden gewesen sein? Ja, das ist von mir ein bisschen. Okay. Ein bisschen Bombania. Und das habe ich schon gewusst von den Gefangenen her. Und die anderen zwei hat jeder eine 08-Pistolen gehabt. Weil wir einen größten Bauernhof, wenn du ein Bild hast, haben wir ein Telefon gehabt. Ja. Die haben die Polizei angerufen. Ja. Und die Häuselleute, die haben kein Telefon gehabt. Ja. Und wir haben dabei die Bach entlang gegangen wegen Wasser. Das was saufen, das dringend nicht ausgeht. Mhm. Und das ist so eine einzelne Hirbe gewesen unten. Oh, ich glaube von. Ah, Kamerad, deutsche Soldat. Der hat mich angeschaut. Perfekt Deutsch können. Mhm. Elsass, ja. Du weißt, von jeder, also quasi, ist auch ein Bruder Soldat bei den Franzosen. Mhm. Aber wir haben den Buben gewonnen, gell? Ja, ja. Aber schon morgen, gell? Abgemacht. Und geht wieder rein. Und ich habe genau gewusst, ja, macht der Kassentierlauf, habe ich gehört, schneidet was runter, kommt wieder. Dann habe ich die Frechheit gehabt und habe gesagt, noch zwei Kameraden da hinten. Ist wieder reingegangen. Dann hat es ein Stück Käse gehabt, Nierwälzer Brot. Okay. Hat es uns gegeben, dann ist das Wasser nicht da am Bach. Wir Pompani. Was danke, hätte ich halt Gott sei Dank auch sagen können. War lauter Freund. Und wir haben da abgehauen. Das hat schon wieder zwei, drei Tage gelangt. Mhm. Dann haben wir gut. Ich glaube, da haben wir vier Wochen auf der Flucht waren. Mhm. Wir also waren Richtung Heimat schon. Also mit ja, Schweizer Grenz. Mhm. Wir waren rein. Das ist der Rheinkanal, ja. Noch der Rhein, kommst du nicht rein. Mhm. Da, da haben wir in so einer Berggegend, haben wir schon, ich glaube, da haben wir 8 Kilometer vor der Grenze waren. Okay. Und ich bin bei der gewesen, der schon geschlafen, aber wenn sie was gerührt hat, habe ich es gehört. Ich habe es gehen. Die anderen zwei, kennst du das nicht, und gerührt. Gerüstelt wie ein Ding, was gewusst haben, ich bin da. Wir haben mehrere, mit nicht 20 Jahren, wir sie auf einmal sehen, lauter deutsche Soldaten. Das ist ein Risiko. Haben sie Kampftruppen, haben wir Flüchtlinge. Mhm. Aber haben wir Uniform, haben wir eingesperrt. Das ist jetzt die Frage. Hältst du dich da oder versteckst du dich? Mhm. Genau, also das heißt, ihr habt da, ihr wart da irgendwo unterwegs zu dritt? Ja, wir waren da wieder Gefangene, noch Deutsche, wir haben da praktisch Flüchtlinge gewesen. Mhm. Aber in der deutschen Uniform. Ja. Also, wir haben aber reingeschworen, bis zum Tod, gell? Mhm. Okay, ja. Ja, und jetzt wird die dann noch die Mutter kommen, sehe ich keinen mit Gewehr, nicht einen. Hallo Kameraden, was haben's da? Jeder so 08 und die Dinge raus. Und ich sage, Kameraden, wo kommt's denn her? Mei, kommt einer her. Und darauf ist er gut. Mein Bub hat gesagt, wir möchten es nicht. Ja, die Schweizer Grenze. Braucht's nicht hingehen. Sagt er, die nehmen den schon. Es kommt's vielleicht übergeben. Und noch übergeben sind ja die Franzosen. Mhm. Sagt dann die Trischen hin, bis nicht mehr stehen können. Ja. Aber was hat sich dann rausgestellt? Also was war das dann für eine Truppe? Die 20 das sind auch Soldaten, Gebirgsjäger gewesen, von einem Gebirgsjägerregiment, die wir geschaut haben, okay. Dass wir davon kommen. Mhm.
jetzt hat Hans noch Richtung Rhein hinauf. Ja, wir haben uns aber bei ihr nicht angeschlossen, weil es zu viel waren. Ja. Dann haben wir die eine Nacht fast gar nicht gegangen. Erst wieder, wie es noch Nacht geworden ist. Dann haben wir marschiert. Also bei 30, 40 Kilometer. Wieder mit Quellenwasser und Ding. Hohe Stauern, Rinden. Gell? Mhm. Ist auch noch, hat schon Frankreich da unten, jetzt ist noch die Natur schon erwacht, hat es einen Löwenzahn gegeben. Mhm. Weißt du, der Hahn am Fuß auch giftiges. Mhm. Wir haben auch das, was wir Kinder haben gefressen. Mhm. Gell? Ja, und so haben wir da heraufmarschiert. Und auf einmal haben wir so weit, auch im Rheinkanal schon toll, und der Grippe hat auch Hochwasser gehabt. Da hat es ein paar Mal geschnimmt, das war ich. Und wieder, der Rhein hat auch Hochwasser, haben wir gehört. Und ja, dann auf einmal die Welt, wo wir können, sag ich, da müssen Panzer fahren. Da fahren Panzer. Ja, vielleicht geht ein Pontonbrücke wie vor. Dann haben wir den Rheinkanal weiter hinauf, im Bereich von Hauen, Eintehäus, ich glaube Hauenberg heißt das. Oder Hamburg, ich glaube Hamburg. Mhm. Nicht Hamburg, Hamburg. Das ist so. Das ist auf der deutschen Seite quasi. Nein, das ist Französisch. Ach so, ist noch Französisch. Das ist Elsässer Gebiet. Aha, an der okay. deutschen Namen gewesen. Ja. In dem Bereich ist das gewesen. Ja. Das war ich. Und Zacker, die gehen wir da entlang auf. Jetzt auf einmal, auf einer so Entfernung von 3-4 Kilometern, hat es fahren da Panzer um mich. Ja, die fahren da auf Deutschland. Und ich sage, das müssen wir probieren. So, gehen wir auf die Pontonbrücke auf, die, wenn sie mitnehmen, fahren sie uns hin. Mhm. Außer sie, das schlagen uns. War ich nicht. Wir gehen der Brücke zu, wo es Deutsches ist. Und da, wie so kleine Lücken gewesen ist, haben wir reingesprungen und auch schnell übergegangen. Und dann kommt der Chip an der Offiziere umgegangen. Der war der, hey, Schöpferchen, schenk sie auf. Dann haben wir hinten aufgesprungen. Der ist weitergefahren. Der hat auch nicht gefragt, wie weit. Und dann haben wir da, der ist umgefahren, über den Rhein, auch wieder Pontonbrücken und hat uns in Homburg. Da ist wieder ein Gefangenlager gewesen, ein paar Tausend, da hat er uns runtergeschmissen. Mhm. Mir hat er noch einen Fotzen gegeben, das war ich noch. Warum? Das war ich nicht. Vielleicht war ich frech. Blätterjäger. Oder frech geglaubt. Das ist dein Entfallen, oder? Ja. Ich hab mir gedacht, so quasi, geht's gut, die Watschen ist wert gewesen. Ja, das kann das haben wir in Deutschland, aber nichts fressen. Und tausende Soldaten, wir brauchen Verpflegung. Mhm. No, da hat den anderen Tag gesagt, das geht schon nicht mehr. Ich weiß nicht, noch Pizza und Namiposten hingegangen. Kaputt ist, kaputt. Da hat man Schokolade gegeben. Da habe ich noch Zeit mit den anderen zwei, jeden Rippel. Und dann hat Sägetadl Dreiechser da gekommen und da steigt Lanzer rauf. Mhm. Dann haben wir den Ami gefragt, ah, Gefangenlager, wo? Nichts wissen. Dann haben wir raufgesprungen. Dann haben wir auf den Lastwagen gekommen. Der ist angefahren, gleich bremst. Dann haben wieder 20 Platz gehabt. Dann haben wieder die aufgestellt. Dann ist er weitergefahren. Ein Schwarzer gewesen, unter Führung ein Weißer daneben. Mhm. Dann fahren wir. Die ganze Nacht gefahren, gefahren eins wie hoch und tief, springen die Brücken übers Wasser, überall hin. Und auf einmal ist ja früher rausgekommen, singt mir lauter Feuer brennend. Dann sage ich, die müssen gefahren lassen sein. Da fährt er hin, so ein Ding, da haben wir Soldaten näher umgestanden, hinten aufgemacht, gleich weggefahren. Dann so weggefallen. Dann hat die Neger drauf mit den Kummittel drängt. Und ich bin unter den Neger durch, weißt du, in eins aus und bin davon. Klaffer, vielleicht 10 Minuten, haut mir an einen Erdwall hin, da bin ich eingeschlafen.
Habe ich geschlafen, bis zu Sonnenaufgang gewesen ist. Ach Gott, das ist ja Gungelhafen. Gungelhafen. Ja, das ist ja die Rettung. Da ist sofort rein, wirklich Wasser rum. Ja, sagt die aus. Da ein Tanzini gegen da Zini. Weißt du, der andere, die sagen mir, wie ich da, ich habe keine Messe nicht gehabt, weißt du, den rum, auf einen anderen aufgegangen. Mhm. Da ist Beutel gehabt. Ja, innerhalb 10 Minuten, ich glaube, da 100 Soldaten auf den Raum auf. Dann ist auch mit Chip gekommen, oben drüber geschossen. Da ist keiner weggegangen. Wir haben unsere Raum schon gehabt. Haben wir den Raum gefressen. Und dann haben wir aufgestellt worden, 3 Zug, marschiert, Heilbronn. Soweit das Auge reicht, gefangen ist. 700.000 Mann haben da schon da gewesen. Ja. Über Quadratkilometer 20.000 Mann. Was war da, also weil du bist dann letztendlich dieser Knüppelei da durch Geschick und ein bisschen Glück und Zufall. Ja, ich bin überall gut durchgekommen. Ja, genau. Und deine 2 Kollegen, mit denen wo du da unterwegs warst? Die haben wir verloren. Das war da schon. Also die hast Nein, ich habe verloren. Oder, okay, ich habe verloren. Ich habe es danach in Heilbronn wieder getroffen. Mhm. Wir haben auch blaue Flecken gehabt. Ja, ist ja nicht gut gegangen. Gell? Aber wir haben da bei einem anderen Camp gewesen und haben ein paar angewiesen. Und dann haben wir da in dem Camp, die Verpflegung war ein Hundsmiserabel, wo hätten die Franzosen und die Arme das Zeug gebracht, jede Brücke sprengt, weißt du, und zuerst wird eine Truppe versorgt und dann die Zivilbevölkerung. Und dann der Kriegsgefangene. Mhm. Erst nach ungefähr 4 Wochen haben wir eine Wasserleitung. Einen Zollschlauch Wasserleitung haben sie mit Tankwagen Wasser hergefahren. Da haben wir Wasser saufen. Mhm. Haben wir 21 Reihen angestanden. Wahnsinn. Ja, aber ich bin eingerückt mit 159 Pfund und heim gekommen bin ich mit, ja, ungefähr 79. Gute Hälfte. Kann auch ein paar. Ja, und da werden wir mir auf einmal hat es geheißen, Landwirte. Ja, sollen sie melden. Melden wir uns. Dann kommen wir zu den Bauern. Nein, wir werden den lassen, hat es geheißen. Die ist schön. Auf einmal, die, die sich gemeldet haben als Landwirte, haben sie natürlich viel gemeldet, wo keine Wand. Haben sie alles rausgelegt. Okay. Dann müsste man das einzeln gewinnen, ein Gang, wo kann man rein können, und da ist ein Vorzimmer. Herr, gut deutsch sprechend, da haben wir gesessen. Mhm. Name, hat alles aufgeschrieben, Landkreis, alles aufgeschrieben, Geburtsort, wo, wann, welche Einheit. Wo haben wir da gerannt. Ich habe mir nicht SS gesagt, Arbeitsdienst. Weil ich Arbeitsdienst, habe ich einen Weg genommen. Okay. Wie wir in Frankreich noch waren. In die SS, ich da hinten ist ein Foto. Ja, weil das ist ja so ein gefährliches Foto. Aber du hast die Arbeitsdienst, Joppen, die hast du gezogen. Die habe ich auch gezogen. Ja, die haben mir zwar nicht gepasst, aber... Aber SS-Jacken wäre halt nicht gut gewesen, genau. Quasi, oder? Nein, nicht gut. Wir haben zwar noch nicht, ich bin nicht tätowiert gewesen. Ja, wir haben die Tätowierung. Ja, war schon. Weil wir kannst die Tätowierung umgehen, da werden sie nicht mehr dazugekommen. Okay. Ja, und jetzt werden wir da sagen, jetzt werden wir entlassen. Bei mir auch, angegeben, Oberöd, alles so. Dann kommt wieder. Haben wir weitergehen müssen, einen Gang, da haben 3 drinnen gesessen. Auch wieder Deutsch sprechen und 2 und die haben die Landkarten. Von Bayern da gehabt. Und vielleicht auch von den anderen Ländern, das war ich nicht. Aber das ist ja schon weitergegeben worden. Da kommt jetzt einer aus dem Landkreis Altötting. Die erste Frage, wie heißen die Nachbarn? Ja, ich habe einen Nachbarn genannt. Gut. Hast du die Frage verstanden? Die haben da Deutsch geredet. Ja, nein, also verstanden in dem Sinn. Warum? Warum haben die noch die Nachbarn gefragt? Die haben Deutsch geredet und sind in Amerika. Die sind wahrscheinlich Deutsche gewesen.
Ja, okay, genau. Aber warum haben die, also das, mich verblüfft das gerade? Ja, um rauszubringen, ist das ein Bauer oder nicht. Ach, okay, ja. Weil wenn der jetzt den Namen gar nicht nennen oder falsch, falsche Namen nicht. Irgendwas sagt praktisch, ja, dann ist er schon weg. Okay. Geht er da aussehen. Muss ich wieder hinten aussteigen. Ja, was ist dann passiert? Hat ich schlecht gegangen, die. Und extra in ein Camp gekommen. Mit Mangelbewirtung. Ja, das hat alles gestimmt. Dann hat der Vater, Mutter, Namen, Geschwister, alles an den angegeben. Mein Bruder, der ist an Obersalzberg umgegangen, bei einem Hitler, okay, der Hitlerwache. Mhm. Aber noch bei einem Arbeitsdienst. Und ja, das habe ich alles gesagt. Und wo man mir von Hitler. Und ich habe ein Beutel dabei gehabt, weil der Cousin ist noch ausgeweiht worden als Priester. Mhm. Und der hat uns gesagt. Und da sitzt man am Herrgottswinkel. Und da haben wir einen Rosenkranz. Und da haben wir einen Rosenkranz beten. Und da ist kein Hitlerbeutel da. Und weißt du, der Vater, Gott, Sohn und die, wo sind drauf gewesen. Das hat ihm närrisch gefallen. Ja, war ich frei. Also, na, ja, ich bin klar, ich bin ein Bauernbauer, also, ich werde entlassen. Ja, jetzt habe ich diesen Schein, komme wieder zurück in den Camp, rührt sich nichts. Rührt sich nichts, gar nichts. Acht Tage nicht, dann auf einmal, alles an die einen Schein haben. Vor zum Haupttor. Ja, haben wir unten angestanden. Haben sie ungefähr so 500 gewinnen, von den 10.000. Ja, dann müssen wir marschieren. Ein paar Kilometer. Hauptbahnhof, Heilbronn, lauter Trümmer. Alles kaputt gewesen. Zwei Gleise haben ungefähr hergerichtet gewesen. Und auf jedem Gleis haben Viehwagen gestanden, aber kein Lokomotiv. Und da sind dann die eingestiegen und da die und da die. Und ich bin da herein eingestiegen gewesen. Es sind lauter Heide Neudele und lauter Württemberger und Ding gewesen. Und die, wo ein da halt in Gleis sind, 50 Meter rum gewesen. Die sind da ein paar gewesen. Minge, Augsburg. Dann habe ich gesagt, mich schön, kannst du noch einen brauchen? Ja, von wo bist du? Ja, halt der Ding. Ja, noch geh ich um. Die braven Kümmer überbrauchen. Dann bin ich da umgegangen. Ja, jetzt bin ich da hinten. Herein kommt der Lokomotiv, wer dann kommt, fährt weg. Bei uns kommt nichts. Depp, Blätter, Depp. Schimpft er über mich. Was hast du denn? Ja, wer kann Lokomotiv kommen? Wir kommen schon noch. Warte noch. Dann wird 9, wird 10, bums die auf einmal, hängen sie an. Dann geht's da hin. Da sind da 5, 6 Waggonen gewesen. In jedem Waggon haben da 150 Leute drin gewesen. Mhm. Und Blech gewesen. Sonst war er ein Scheiß. Ja. Oder Spann. Ja, jetzt fahren wir die ganze Nacht nicht schnell dazu. Weil die Gleise, das hast du kennt, hast du das hergerichtet. Ja. Auf einmal wird es Tag, der Zug bleibt stehen, höher geschafft. Jetzt sehen wir das, dass bei uns die Waggon überall um näher mit Maschinengewerkstätten gesessen ist. Wir werden entlassen und die sitzen da um. Jetzt ist die Gerücht aufgekommen, dass es uns an Russen übergeben. Okay. Die fahren uns auf Russland. Aber jetzt sind wir noch in Deutschland. Und da haben wir aus drin dürfen, scheißen so, und noch wieder rein. Und dann ist die Frage aufgekommen, das ist in der Nähe Neu-Ulm gewesen. Ob einer von Neu-Ulm dabei hat. Bei uns nicht, die anderen anderen Zug gewesen. Aber wo die hingekommen sind, das wissen wir nicht. Und dann ist es wieder weitergegangen. Dann fahren wir den ganzen Tag, als ich eine Hitze durch, haben wir gehabt. Und auf einmal bleibt der Zug stehen, müssen wir aussteigen. Ja, gut. Die Bahngleise lauter Posten, aber nicht mit Karabiner und nicht Pistolen, Schlagstöcke, Lederriemen, Lager Dachau. Da haben sie uns durchs Dachau drin. Da haben wir das anschauen müssen. Das KZ. Ja. Hat uns tot aufgestellt. Was hast du erlebt? Oder was hast du ja, gesehen? Die Toten.
die Deuten, die der Feld auf Heiden und diese sind. Da hast du gestungen. Mhm. Haben sie natürlich drin. Hast du davor das gewusst, dass das existiert? Nein. Das ist aber so eine Frage, gell, wo, mhm. wo wir früher, dass auf, bei uns in Bayern zum Beispiel sagen, sie haben. Eine Lehre für den deutschen Soldaten. Mhm. Und wieder rein in einen Waggon, ist wieder dahin gegangen. Und das war, genau, das ist praktisch veranlasst worden, einfach um euch das einmal vor Augen zu führen, so ungefähr. Ich weiß halt das, dass die Militärregierung in Minge. Die haben da meistens, die sind die ersten Entlassungszüge gewesen. Mhm. Dann ist er schon aufgeräumt gewesen, gell? Mhm. Aber da ist noch nicht gewesen. Mhm. Und da haben die das Elend auch die Leute gesagt. Mhm. Da hat sie es dabei gewesen. Mhm. Oder beschützt. Ja. Gell? Aber wie präsent war dir das vorher, dieser Antisemitismus oder der Judenhass oder sowas? Nein. Ist das? Da ist bei uns ein paar. Hat es da überhaupt Juden gegeben da jetzt so? Ja, ja, ja. So. Wir haben in der Redung angeholt mit dem Namen Bozage und der hat einen Bauernhof, der ist versteigert worden. Eckhorn hat es geheißen. Mhm. Und nur 3-4 Tage waren wir wieder reingefahren, weil bei uns der Großvater, der hat noch ein übriges Geld gehabt, der hat da 7 Dauber gekauft von den Bozage, von den Juden. Mhm. Haben sie immer da. Habt ihr auch nicht gewusst, wo die hingekommen sind? Quasi? Ja, es ist berichtet worden, der Leitgemeinde in einem Auto haben so geholt. Mhm. Ja. Aber man hat nicht gewusst, wohin oder was mit denen. Okay. Ja, die waren da in Nering und gesagt, die haben von der Gestapo gewesen oder was war ich. Mhm. Ja, und so ist die Sache da in Heilbrunn gewesen und dann vor mir. Münchner Hauptbahnhof ein. Punkt 9 von Hauptbahnhof lauter Dreieckser Lastwagen, wo sie die Gefangenen aufgetan. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ich gehe auf den Bahngleis Richtung Passing, da wohnen meine Onkel und die anderen zwei sind mit mir gegangen. Mhm. Und da gehen wir auf ein hübsch Patent hergerichteten Gleis, haben wir gegangen. Man mag schmerzt und schmarrn, gehe ich Donnersberger Brücken zu. Haben wir eine Lokomotive hinter uns. Ein echter Münchner. Er ist Saldeppen. Er ist Hans Burschen. Ich fahre ihn zusammen. Habt ihr das nicht gehört, der Jüde? Nein, haben wir den nicht gehört. Dann ist er da schon. Dann sage ich wieder, mit der Schimpferei aufgehört. Sag ich, du bist ein echter Münchner. Du gefällst mir. Sag ich, wo fährst du denn hin? Ja, also ich müsste es nicht hin. Ein Ostbahnhof. Und noch auf Maldorf. Dann sage ich, da müssen wir mir hin. Ja, relativ genau da hin. Ja, sagt der liebe Leute, das hilft alles nicht. Durch Donnersberger Brücken können wir nicht durch. Sag ich, du hast ja einen Kohlentender. Du hast einen Kohlen hinten. Den Wagen so anhängen. Sag ich, da grubst du uns rein. Wenn es drin bleibt, sind eng nicht ritz. Ostbahnhof ist wieder gefährlich. Mhm. Ja, hat er uns eingeräumt. Mhm. Wir können noch mit Meier denken, da haben wir Ostbahnhof, wenn wir noch Markt Schwaben haben, wir das Abwärtelt da. Gell? Ja, mein, der braucht die ganze Nacht von der Song vom Hauptbahnhof bis Mühldorf. Mhm. Die ganze Nacht. Vierter oder früher haben wir in Mühldorf. Und er, der Lokomotivführer, du sagst, ich fahre jetzt Kriegstempo. Weil so weit, die Dinge rein. Ah, okay. Da sagt er, jetzt müsst so was. Drinnen sagt er, da geht nichts mehr. Und da haben wir drin gewesen und alles spielt. Deutsche Polizei und das da. Wir haben rausgegangen über die Bahngleise, den Dreck da. Und die Stadt rein, der Stadt Trinovi. Gar nicht dran denkt, der Ausgangssperre ist, weil kein Schwanzler auf der Straße gewinnt, gerade mir, so ein langes Wirt, das ist der Wirt über der Brücke, wo heute kommt die Brücke und da ist der langes Wirtrenten. Und da haben wir vorbeigegangen, haben wir einen Ami sitzen sehen, da drin, haben wir die Inting runter, jetzt steht da ein See, ein riesen Negerdoll mit Maschinenpistolen, und der Pontonbrücke über Ninive. Ja, das ist ein super.
Da hat er uns da reingeweist zu den Neger. Das ist ein Negeroffizier gewesen. Füße auf den Tisch um. Sechs Seiten knocken die Weiber. Seine Zeit verschwinden. Dann wird der Neger hat da Meldung gemacht. Dann kommt der Weißer Offizier. Einer hat den einen weg. Der ist weggegangen. Dann hat sich er hingesessen. Da haben sie scharf angeschaut. Hitler-Soldaten. Macht einen Schubladen auf, zieht einen 08-Pistolen aus, lädt zu und richtet es auf uns. Ach so, oh Gott. Der hätte unser Knie zwingen wollen, weil der andere hinten hat einen Fotoapparat zwingen gehabt. Ah, dass der auf die Knie geht, oder wie? Ja, dann bitte nicht. Ah, okay. Uns wäre wohl der Lohn runtergefallen sein, das war ich nicht. Wie wir ausgeschaut haben, haben wir einmal so machen gewollt. Wir haben den Deppen mit der Pistole, ach so, ja, gibt's denn nicht noch was Dimmers? Geht, der Krieg ist sogar. Und wie er gesehen hat, dass das nichts ausricht, hat er das wieder rein da. Drei Schokoladentoffeln, da, Hitler-Babysoldat. Und hat den Posten oder irgendein Kommando gegeben. Da hat er uns gesagt, nein, wir werden die Brücke, ja. Von da haben wir heimgegangen. Ja. Und ich bin heimgekommen. Kiefering, ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Kiefering ist ein Ort, Wirtshaus, drei Bauernhöfe, Schmied, Wungen, Schreiner, alles da Krammer. Und da muss ich, der Krammer ist eine Treppen, 18 Treppen, und da bin ich aufgegangen, die anderen zwei, da war ich Richtung Edding weitergegangen, heraus der alte Distling, und der andere Richtung Vorsting, und ich bin da Richtung Kiefering. Oberred, weil wir mir unter einer Kirche gewesen. Und haben wir was, weißt du, Johann Krammer persönlich kennt. Da habe ich nichts mehr gewusst. Ich war ja schwach zusammengegangen. Also bewusstlos waren direkt, oder? Ja, und wie ich wach wäre, liege ich auf einem Ross vorweggekommen, im Reisenbereifen und der fährt dort bei unseren Nachbarn. Zwischen Strassenwung und mir zum Kowert, da komme ich zu mir. Da schaue ich, wer der Rossknecht ist. Was ist der Nachbar? Kommt er ein paar? Habe ich mich gar nicht bekannt gegeben. Er ist weitergefahren und er fährt bei uns oben beim Haus von der Haustür vorbei. Da bin ich oben gesprungen, hinten rum und da ist der Großweg auf Kammerin. Habe ich gegangen. Wie er da angewiesen ist, war ich nicht mehr rum. Jetzt hat er gemeint, er hat ihn verloren. Okay. Ich steige hoch und gehe rein, die Mutter mit Tommy Abwasch gehabt. Abwasch. Ja, um Gottes Willen. Ja, wie schaust denn du aus? Das ist der erste. Wo möchtest du denn hin? Mama, kennst du mich nicht? Sehr gang. Bock bei dir. Oh, du bist der Bertel. Nein, mein Bruder, der ist schon daheim gewesen, ein Erbfe auf die Ockern rausgewesen, heim, die Geschwister, alle, die haben gehabt, die kleinen Geschwister haben sie gefochten von mir. Habe ich gesagt, wir müssen machen es. Das Gewand sofort verbrennen, wegen der Leisumfläche. Und ich muss mich waschen. Ich brauche einen Zuber mit Wasser. Haben sie alles gemacht. Und dann macht die Mutter den Fehler, bocht einen Pfannkuchen und zieht den Tatschi. Ich hab schon gekannt, den da ist ich nicht viel. Ein paar Bissen habe ich gegessen, also mit Blatt, wie wenn es ein Kuhblatt. Und weil ich weg hatte, war es nicht so gefährlich. Ich glaube, ich war drauf gegangen. Weißt du, schon lange nichts mehr normales gegessen? Ja, hast, oder nicht? Überhaupt nichts mehr. Es ist bloß noch Wasser, hier und da ein Brot. Ja, und dann bin ich so 8 Wochen zwischen Wern und sterben gewesen. Und nichts Gescheites sind wir geworden. Dann kommt einmal ein Soldat, zwei über den Stall da, von Brandlhee einer, der war beim Vater 37 in Grafenwöhr dabei, und da sitzt sie auf der Grin, wisst ihr Grin? Haustrottoir, im Hof. Nein. Grin. Grin. Die hat die Grin.
hat es geheißen. Ah, okay. Ja. Da sitze ich taust und los, Füße wegen. Ja, ja. Das ist meistens ein Meter her gewesen und ist ein Odellocker gewesen und ein Misthaufen. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Ja. Da sitze ich drauf und der sieht mich da. Dann sagt er zum Vater, und du, da müsstest du bald was machen, sonst steht er drum. Ja, hat er gesagt, wir tun dir alles. Aber das wird nicht. Ja, er wisse dann. Ja, wo? Ja, der Dr. Volfo Simbach. Amen. Mhm. Ich weiß das, und der Vater hat es auch gewusst, dass von denen schon geredet worden ist. Mhm. Dann ist der Vater, da fahren wir runter. Ja, du mit deinem Zustand. Habe ich auch von meinem Leben gehabt, gell? Mhm. Wie war denn dein Zustand? Also den anderen Tag um 4 Uhr früh haben wir wirklich mit dir raus. Ja, wie war denn dein Zustand? Kannst du das beschreiben? Ja, also da habe ich Kraft gehabt, auf einmal. Nein, ich meine, wo es da schlecht gegangen ist. Was war da? Was da ja, da war einfach Schwäche im Fall. Ja, ja. Und das durchgehend, oder wie? Weg. War weg. Aber kannst du das für dich im Nachhinein irgendwie benennen, warum das so war? Also war das wirklich ja, Kreislaufschwäche. Ernährung, Kreislauf? Kreislaufschwäche. Ja. Ich meine, die ganze Zeit alles zu Fuß und nichts fressen. Ja. Ja. Und schon ausgezehrt. Mhm. Also komplett von der ganzen Belastung, ja, psychisch weißt du, wie alle. Das ist, ja. Also die Rippen an der Tanne gestanden. Ja. Dann hat er bloß die Beine rausgestanden. Ja, haben wir runtergekommen, bis am Bahnhof Simbach. Da hat zum Papa gesagt, dass der erst heimfahren, ich komme aus, ich war, das ist der Braunauer Straße 20. Grunau, einen halben Kilometer. Ja, ich habe mich gehört und fort. Und ich bin weitergefahren. Da passiert das Gleiche wieder. An der Braunauer Straße hat es mich von Rallo und belegen gewesen. Und wach geworden bin ich auf dem Kanapé bei den Dr. Volderin. Und da mache ich gerade Tang auf. Jetzt macht der Tang auf. Und ich bin fast da gestanden. Und der hat mir. Ja, ist da hinten, ja. Da glaube ich, ist so ein Dingflaschel. Mal schauen. Das gibt es heute auch noch. Das Original. Nein, hab ich es nicht da. Hab ich es da. Gibt es das auch? Das ist so ein Bärwürzgetränk. Ah, da ist. Ah, das kennen wir doch. So ein Fläschchen. Aber da ist kein Papier mehr gewesen. Ja. Da ist lateinisch wohl zusammengestanden. Ja. Und da hat er gesagt, 3 Tropfen auf die Zunge, 5 Minuten rosten und es geht wieder. Und bei denen geht es auch. Also war ein Schnaps drin oder Alkohol? Ja, das kann schmecken. Nein, ja. Ich meine, also ist das genau das? Also das ist ungefähr das Gleiche. Also der Ruppi, oder Bertel, oder? Ja. Der zeigt uns gerade ein kleines Fläschchen, das so mit braunem Papier umwickelt ist. Und letztendlich ist das, ich hätte jetzt einfach sofort aus kleiner Kräuterschnaps bezieht. Kräuterschnaps ist es, ja, absolut. Das hat der Ralf gleich gesagt, das geht doch. Das macht einen Kontext halt. Einen guten Mund und ja. Die Verdauung. Und ich tue es heute noch, ich gehe alle Tage Salz und da will ich mir, ja, jetzt darf ich was nehmen, ja, ein paar Tropfen auf die Zunge, ja. Rosti, ein Bulldog um, dann steige ich runter und dann geht es wieder weiter. Heute noch lebensexistent. Ja. Das kann ich Ihnen auch sagen. Ja. Merkt sich das? Das merkt man uns. Und das war dann quasi für die. Ich bin noch alt geworden. Du bist fit geworden. Ich bin noch alt geworden. Und dann bringt der Bauernhof an, da hat der Bulli angekommen. Und der ist gekommen, er braucht Leute zum Aufbauen. Ja, hat der Vater gesagt, wir haben schon einen, aber ob der schon was kann. Gell? Ja, ist er, weißt du, von der Fangerschaft. Erst heimgekommen. Da bin ich aber schon beim Dr. Voll gewesen. Mhm. Und das habe ich gekannt. Bei mir geht es aufwärts. Ja, da gehe ich auf. Schwere Arbeiten, das habe ich nicht. Ich habe bloß was ausgeführt. Mhm. Und daran da abgemacht. Und da kommt der Gedanke, weil von mir ein Nachbarbub und Schulkamerad gleich alt, der ist schon
hat schon einen Gesellberuf gehabt und der ist auch Maurer gewesen. Er sagt, er fährt zu uns rein, er steht, weil die Bauernmaurer, sagt er, das ist kein Leben. Mhm. Ja, dann bin ich da rein, dann stelle ich mich da vor und dann sagt der Wolfswinkler. Ja, hat er gesagt, das wird dein Onkel gewesen sein. Der war bei uns im Betrieb Gewölbemaurer, bei der Basilikabau. Mhm. Ach so, der Rupp, das Onkel, der lebt noch. Ja, da war ich sehr zufrieden. Dann probieren wir es mit dir auch, hat er gesagt. Bin ich Maurer geworden. Katholischer Maurer in all den Dingen. Und da ist es schon losgegangen. Wenn ein Richtfest war, ist schon wieder bla 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 gesungen. Dann hat die Zirch mitgenommen. Jetzt, die Architekten, ein bisschen, wir haben mal ein Richtfest in Burghausen, du musst kommen. Die sitzen da alles noch da, saufen sich und rausschauen und sonst nichts, du machst einen Blödsinn. Na, so ist das gekommen. Und da ist der Marienfilm gebaut worden. Und da, ja, ich bin noch schon gesagt gewesen, der Prälat Utlinger, der hat mal einen Pfarrer machen müssen, aus mir. Mhm. Ich habe Unterricht gehen müssen zu ihm. Ach, okay. Weil ich Lateinisch gelernt. Ja. Kannst du noch was? Ja, bis ich schon noch. Salve Regina, Mater Miseria, Cordia Fit Abdulgeto, et spes nostra salve. Und jetzt auf Bayerisch? Auf Deutsch heißt es, sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit. Ah, okay. Hast du Gebete da auf Lateinisch oder was? Das ist es. Das ist ein Gebet der Priester. Ah, okay. Aha. Und das haben wir dir gelernt. Und wolltest du auch Priester werden? Hätte werden sollen. Aber wolltest du auch? Nein, eigentlich nicht. Aber von wem? Wir haben zwei Wörter schon gefallen. Ich muss gerade sagen, weil das, also, so wie ich jetzt kennengelernt habe und praktisch der Musikant und Lehrer und Entertainer. Ich muss noch einen Punkt verzeihen. Ja. Nach der Währung 48 ist der Fußball-Toto aufgekommen. Ja. Da hast du eins, zwei, gell, hast du angegeben und dann die ganzen Hilfsarbeiter, Maurer, haben uns 39 am Morgen gewesen, beim Bunghardt, am Kapellplatz, haben wir raus da gesessen, haben wir Mittag gegessen. Also, jedes Essen dabei gehabt. Mhm. Und dann rennt es die Buchhandlung, Antonius Buchhandlung, ich gehe da um und hol mir zwei Lottoscheine. Und dann sage ich, wisst ihr, dass es ein Lotto gibt? Ja, ja, der Fußball, FC Nürnberg, und wie spielt der diesmal? Ja, dann der spielt eins, den der an eins am Mauer. Mhm. Und dann so ist der, den einen an Nuller. Und da. Und den habe ich abgegeben und dann habe ich einen selber geschrieben. Mhm. 7-0er. Ein 1er, ein 2er und ein 1er. Die haben recht gewesen. Und wie ich, dieser, die dort haben der Fußballer gespielt und tippt, die kannst nicht. Ich meine, ja, 2,20 Mark gezahlt, gell, war auch gut. Ja. Haben wir da 48 Pfennig Stunden lang gegeben. Ja, die habe ich angegeben. Und gewinn 15.000 Mark. 15.000? Ja. Jetzt, da ist die Dude-Selling gewesen. Jetzt haben die anderen gemeint. Wie viel waren nach der Dude noch übrig? Nein, lass doch erzählen. Jetzt, wie die, irgendwie habe ich das, oder haben meine Geschwister was verzeiht, auf einmal soll das bekannt werden. Also, heute gehen wir ein Dude, Bettel gehst auch mit. Wo, oh, Frau, wir mitgehen. Ja, und jetzt hat das denn gell? Die haben gemeint, die halt die Zeche frei. Dann bin ich aufgestanden, ein Zelt drin, und ich sage, Kameraden, ich habt mein größte Arschloch und das Rimpfee und alles gelernt, was es gibt auf der Welt, weil das, was ich angebe, kommt überhaupt nicht dran. Ich habt es gewusst, ich habe es nicht gewusst. Ich habe es auch nicht gewusst, sage ich, dass ich gewinne. Deswegen sage ich so eh nichts. Das hat letztens noch mal gefallen. Naja. Das hat letztens noch mal gefallen. Da haben wir ein Motorrad gekauft. Ach so? Ja, 250er BMW Kartan. Existiert die noch? Nein. Nein, schon. Schon. Habe ich vier Kinderwagen vertauscht.
Du bist ein kleiner Glückspilz. Ein Glückspilz bist du. Das war rein... Nein, aber alles, so, wenn man dein Lebensgericht so hört, du hast ja oft Massel gehabt. Man ja, hinten. Also gerührt an der Gefangenschaft. Ja. Auch wieder mit den Weiberleuten. Die übt noch da das Anwesen. Ja. Die ist auch vergostet gewesen. Aha. Und ja, soll ich da heiraten? Wo haben wir denn das Butler? Hochzeitsfoto. Siehst du das? Das Bio ist Hölzertlader. Dritter Kante. Da ist das Anwesen. Ah. Mhm. Alles snap-out. Aha. Bin Maurer gewesen. Ach, du hast mit aufgebaut? Ja, aha. Alles selber. Alles selber. Mhm. Ja. Aber es, also, da bin ich ganz beim Ralf, das Herz ist okay. Und seitdem bin ich da Herrenten. Ich bin gleich zum Veteranenverein gekommen, toll. Wir auch mitgegangen, überall mitgegangen. Bin zum Trachtenverein, bin bei der Feuerwehr, bin bei den Schützen überall dabei. Und da habe ich meine Auszeichnungen. Ja. Gell? Und da habe ich das teuerste und schönste, was je einer haben kann. Das reines Gold. Schau so. Reines Gold. Eine goldene Bürgermedaille. Ja. Rupert Wolfswinkler. Ausgestellt am 19.05.2018 vor der Stadt Tittmoning. Ja. Bürgermedaille in Gold. Ja, das kennt ein blöder Humpi. Kriegt vom Konrad Schupfner wahrscheinlich, oder? Vom Konrad Schupfner bekommen, oder? Ja. Ja. Schön, ja. Schön. Alles ist gut. Schwer. Ja. Ja, das hänge ich. Und Mutter Gottes einmal, weil ich halt was drauf. Ich bin gerührt, auch, wie wir sagen, die Pumpennächte und da. Ich habe mich nie, die haben die anderen die Nerven verloren und das da. Ja, Bett. Ja, das wollte ich dir vorher schon fragen. Also, ich meine. Da hab ich Bett. Hat das nichts mit dir gemacht, das ganze Erlebnis? Hast du da gar nicht... Bett, das Bumm. Also du hast das abgeschirmt von dir eigentlich? Ha? Du hast das ein Stück weit von dir abgeschirmt so? Ja, anscheinend. Hast du Albträume oder sowas gehabt? Hast gar nichts? Also das Heute nicht. Ja, hier und da vom Krieg geträumt, das weiß ich. Da bin ich vom Bett rausgefallen. Vielleicht hätte ich Deckung genommen. Jawohl, was weiß ich. Ja, aber ich habe schon öfters mal mit Veteranen geredet und manche haben ja so total traumatisiert rausgegangen. Ja. Nein. Aber du hast da nicht so ganz, ganz schlimme Sachen, hast du ja eigentlich dann nicht erlebt, oder? Die Situation, also da man schon, also wirklich. Ob ich heimkomme, ist die Frage. Ja. Weil uns haben 21 Mann gewonnen. Ja. Und von den 21 Mann haben 18 nicht heimgekommen. Ja, ja. Und ich bin heimgekommen. Warum ich? Ja. Du glaubst du an Schicksal zum Beispiel? Also eben, ich kann da nur so als neutraler Beobachter sprechen, aber für mich ist es so, dass du immer gute, starke Wurzeln gehabt hast, immer einen guten Bezug zu dir selber und du hast immer was gehabt, was die, also vor allem die Musik. Wir haben das nie, Betten. Weißt du, die Fassungslosigkeit, Verzweiflung, auch da, wir haben 18.000 Mark Schulden gehabt, einer wird 9.000 Mark, kein Geld, gell? Sie, ich hatte nicht schlafen können, aber ich habe geschlafen. Ja, die geht das gar nicht sagen. Ja, sag ich, gebe mir schon. Sag ich, aber das hilft auch nichts. Naja. Sag ich, ich muss in die Arbeit gehen oder ich habe noch aktiv Holzertlohn. Und da haben die uns an den Heim gekommen und haben noch gehört. Und anscheinend habe ich was taugt, sonst sehen sie mich nicht gewinnen. Wahrscheinlich. Und das war was, wo man was verdienen hat können. Schon gut. Ja, ich wäre annähernd in die Landkreise Oldering da noch laufen. Gell? Mhm. Und heute Traunstein, Wasserburg, Berchtesgaden, Rosenheim, Mühldorf, Eckenfallen, Passau, im weitesten Wickert,
war ein Schwarzwald in der Alpgrillbrauerei Drosselfing. Habe ich ein Hölzer gehabt, vom Preis her. Und ein Hölzer von der Kirchen von Strauß. Franz Josef Strauß. In Rot. Okay. Und von der Gloria in Regensburg. Auch von der Kirchen. Warum der da hinkam? Da waren junge Holzertlader da, die haben da jodeln Kinder, die haben, wo jeder, etwa die haben 3-4 ledige Kinder zusammengebracht. Weil von lauter Liebe, gell? Zu viel Liebe. Und die Weiber sind ja, sagen wir, nicht berechenbar. Kannst du ein Beispiel nennen, warum sie nicht berechenbar sind? Ein Beispiel. Ja. Das ist das, wenn du so bist wie ich. Fröhlich, lustig und auch Erfolg haben. Hast du auch Chancen. Ja. Und das ist gefährlich. Ich bin jetzt seit 2006 in Lohen. Nur Weiber. Braucht gerade die Hassung. Was tue ich? Was tue ich mit den Eltern noch? Naja, aber wie lange wart ihr verheiratet? Wie lange wart ihr verheiratet? Von 53 bis 2006, dann ist da gar kein. Okay. Die Goldra also. Die, ja die Kerzen für die goldene Hochzeit, oder? Mhm. Ich gesehen, ja. Ja, die Goldra also. Ja, ja, wohl drauf. Moment, wie da war. Das ist meine Frau. Wird die geheißen, deine Frau? Ja, mei. Das ist jetzt ein Geriss. Wie hat's denn geheißen? Resi. Resi. War's eine gute Frau? Ja, war's. War's. Die hat das ohne Eifersucht aushalten. Weil noch mal, mei, dein Mann, der hat andere Weiber, wo ich war. Weißt schon. Hast du auch gehabt, oder was? Ja, Häusern gehabt, da wo ich einen Häusern, einen schönen Batzen Trinkgeld haben wir. Gell? Und die haben mir schon viel neidig. Ich hab die Schulen weggebracht, gell? Und hab noch einen Bulldog gekauft, einmal Gummiwagen und Viehstand vergrößert, Stall gebaut. Und heute ist der Junge drauf, er ist wieder. Den Musiker und bla 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 und vor allen Dingen aber drin Maschinen drin. Kommt auch zwei, drei Landkreise umeinander, weißt du, über war aus Österreich. Okay. Enten, ja, ganz gerne Enten. Ja, aber ist zu jetzt, oder? Hä? Jetzt kommt er nicht um im Moment, oder? Was sagst du? Zu, Grenze zu ist er Österreich. Ja, freilich. Aber kommt er trotzdem um mich? Ja, jetzt kommen wir nicht um. Okay. Ich bin weit umgekommen. Mattighofen, Riert, unten am Urweilern war ich in Klagenfurt. Aber ein bisschen anders. Wie hast du denn deine Frau kennengelernt? Da, wie ich sag, das ist ein Verkehrsunfall. Ohne Auto aber. Ohne, jawohl. Zusammengerinnt und sie hat einen dicken Bauch gekriegt, hast du ja vorher das gesagt. Das war so schön, weil wir haben öfters auch bei der Arme gespielt. Zwei Zitter. Da ist einmal auch unter einer Kirche, da hat gut Zitter gespielt und auch, wir haben gut zusammengesungen. Und wir waren dabei bei Gabriel Mayer, da ist die amerikanische Militärregierung drin gewesen, haben ein neues Fenstersteck eingemacht. Und auf die Nacht haben wir Zitter gespielt. Dann die Arme gestanden, er ist schon. Jedenfalls auf Amerika um mich. Der hat gesagt, ich war in englischer Gefangenschaft. Nix, nix. Und ich habe gesagt, nein, mir gefällt es daheim so. Bayern so schön, braucht nichts Amerika. Na, kriegen wir den Mühe, dass das wisst, wie blöd man sein kann. Das ist ein junger Kerl. Kriegen wir ein Geschenk von den amerikanischen Major Rockers persönlich überreicht. Packe. Da haben Papier ist aus. Was meinst du, das ist? Eine Damenschlupfhose.
bist du auch für eine, die war mindestens über 2 Meter. Also meine Geschwister haben es nicht brauchen, meine Mutter auch nicht. Na, sag ich einmal, die ist nicht 30 gewesen, eine andere, ob sie das Kind noch geben mag. Ja, sag ich, ich hätte eine Backe dabei, da bin ich Maler gewesen. Sag ich, das darf ich dir geben. Die legt die Hose noch, ist jetzt hinten auf dem Gebirgträger drauf und fahre auf Heringe. Und berghoch rutscht auf einmal das Hinterrad. Da hat das Ritzel, hat die Hosen eingezogen und hat es aufgewickelt und sie hat nicht mehr runter können. Und jetzt ist die direkt, weißt du, auf die Gefessel gewesen, auf den Gepäckträger. Herrgott, sag ich, was tun wir denn jetzt? Ich muss ja die von der Hosen rausbringen. Da hat ein Schnappermesser raus und hat Hosen runtergeschnitten. Und das neben der Hauptstraße, neben der 299. Leib vorbeigefahren. Da bringt einer eine Weibel. Na, so eine Hosen haben wir das Kino gegangen, aber die hat kein Kind nicht gekriegt. Was habt ihr denn für einen Film angeschaut? Weißt du das noch? Ja, Fürst Bismarck. Fürst Bismarck. Ja, und seine Liebe. War das ein Liebesfilm? War er, ja. Soldaten, toll. An der Leitung gestanden. Und Ehring, ja. Ja, so haben meine Gänge. Ja, mittlerweile habe ich diese Dinge, habe die Ehrenstern vom Bayerischen Ministerpräsidenten für Öffentlichkeitsarbeit, habe mehrere Auszeichnungen von der KSK und der anderen in Gold und Silber. Okay. Bist du zufrieden mit deinem Leben? Ich schon. Du schon? Ich schon. Also wenn du jetzt so zurückblickst, jetzt hast du einen Haufen verzeiht. Mir geht es nicht schlecht. Ja. Ich bin mit meinen Jungen zufrieden und unterstütze, was geht. Gibt es irgendwas, was du gerne noch gemacht hättest, was du jetzt dann anspeist, dass du es nicht gemacht hast? Nein, alles erreichst du nie im Leben. Klar. Das aber gibt es da irgendwas, was... Habe ich auch gewusst. Ja. Aber ist nichts offen geblieben, was du jetzt sagst, ha, Gott, nein, das nein. Nein, ich habe mir, wie ich sage, da muss ich mir mal streichen, bin mit den Weibern brav geblieben. Weil das war gefährlich. Hab die Mutter war gesagt, Buh, für dich habe ich Angst. Hab die Mutter gesagt. Weißt du, so ein Weiberer warst, oder was? Hä? Weißt du, so ein Weiberer warst? Nein, war ich nicht, aber. Begehrt halt, oder? Aber einfach so eine Figur, weißt du schon. Charismatisch. Singen. Ich war ja das. Du hast, also für mich hat es schon so, als hättest du eigentlich so ein Theatergruppen. Popstar-Leben geführt, eigentlich. Theatergruppen unter Neugier. Hat er keiner gespielt? Ich habe sie dann gespielt. Haben wir wieder eine Schichtel gespielt. Und Liebe geküsst. Einmal habe ich am Theaterprobe eine heimgefahren, recht ein braves Sinnel. Dann habe ich es daheim angelegt. Oh, ich soll noch mitgehen. Hab ich mitgegangen. Dann hat mir gesagt, dass ich es noch habe. Dann habe ich gesagt, dann fahren wir nächste Woche. Dann soll ich es gekauft. So bleib ich gewesen. Oder schlau. So wie du es so gehört hast, viele gute Entscheidungen getroffen irgendwie für dich. Ja. Immer wieder. Und immer zum gerechten Zeitpunkt. Da. Ist ja so, ich habe alle Schwierigkeiten, gerade die Zeit auch vom Krieg, das Ende vom Krieg, die Gefangenschaft. Wie ich sage, uns sind 21 Mann gewesen, an der Gruppe. Hat wieder der Zuführer ist auch nicht da. Auch nicht angekommen. Mhm. Ist ein Weltkriegskämpfer gewesen. Mhm. Aber so ist das Leben. Mhm. Hat es da für dich einen Moment gegeben, das da mich interessieren? Also wann war das erste Mal auf dieser langen Flucht und so, wann war für dich das erste Mal das Gefühl, wo du da gedacht hast, jetzt geht's so, und jetzt habe ich den ganzen Scheiß echt hinter jetzt geht's mir. Ja, genau. Habe ich mehrmals gehört. Ja. Habe ich mehrmals gehört. Ich meine, das da mit dem Volltreffer vom Panzer, der ist an der Seite gestanden, haben wir nicht gesehen, wir haben ihn hingeschossen. Und die anderen zwei hat so an der Mitte angerissen gehabt. Gell. Die liegen da tiefer. Der Maschinist liegt her mit dem Maschinengewehr.
Mhm. Und die Kugel ist da durch. Und mir hat es verschickt gehabt. Nur mich gewusst. Also die unter dir waren, die hat es erwischt gehabt, oder? Weil du hergelagert warst mit der MG. Ja. Mhm. Wie schützige. Man kann das beim der anderen nicht. Der andere tut die Munition nicht. Der andere nimmt ihn weg. Mhm. Ich hatte das MG 34 ist noch von weggekriegt. Eins für die Bisse. Für die Bisse. Das, nein, ja. MG 42 oder 43. Mhm. Das ist ja. Das ist ja die Kalibergröße, oder? Die war über der wir Karabinermunition. Mhm. Aber da beim 42er weiß ich, die haben da, wenn sie es gut, wo sie auf Flieger geschossen haben und da an die Laufglieder gegirrt worden. Mhm. Auf einmal Bumm. Mhm. Was pausieren müssen quasi. Ja, ja, 11 Schuss auf eine Minute aussehen. Mhm. Aber du hast mit dieser Karabine auf Panzer geschossen. Wir haben. Weil das macht ja wenig wir Sinn. Wir haben ein Panzerfest gehabt. Ach so, okay. Die Panzerfest. Und da hat schon die Panzerfest gegeben, mit 150 Meter bis 200, 200 Meter. Es war ein Risiko. Mhm. Es hat schnell gehen müssen. Mhm. Wenn du es nicht drauf hast, dann bist du dran gewesen. Ja. Ja, aber hat Todesangst denn keine Rolle gespielt? Echt nicht? War ich nie. Ja? Okay. War ich nicht. Ja, weißt nicht. Okay. Ist nicht Gleichgültigkeit oder ja. Kann man es nicht dinge. Mhm. Ja, andere Kameraden, die haben geredet und ich habe einen Rosenkranz dabei gehabt. Ich habe ein bisschen Rosenkranz. Den hat er nicht mehr zusammengebracht. Gell? Mhm. Ja, bin ich klar gewesen. Mhm. Würdest du jetzt sagen, dass der Krieg, weißt du, weil jetzt mit 75 Jahren vorbei und so, jetzt werdet ihr, die das verzeihen können, ja immer weniger. Ja, so kann ganz wenig. Ja, ja. Ganz wenig, gell. Und aber sein tut es so, immer die Einzelheiten, wo ich erlebt habe, haben schon grobe Sachen dabei. Mhm. Gell? Aber die hat vielleicht dann jeder andere. Mhm. Mhm. Gut, wir bis jetzt noch nicht da. Na ja, also, ich meine, ja, mein Gewehr, ja. Gewehr und Munition ist eine Todessache. Na ja. Ja. Auch da, weißt du, als Gefangener durch die Länderstreifen triffst du jetzt einen Deutschen, die haben dann früh aufgehängt worden. Mhm. Ich meine, sofort das für mich gehört, auch das danach, du warst ja dann schon daheim in Sicherheit. Du ja, hast da dann auch noch wochenlang letztendlich genau bis zwischen Leben und Tod kennt. Ja, da ist der Krieg schon gut gewesen. Ja. Und wir haben Franzosen gehabt, da haben wir als Gefangene. Und da ist der Vater noch daheim gewesen. Und der ist Bewacher gewesen für das Gefangenlager. Und da war ich selbst dabei. Und ihm ist gut gegangen nach dem Krieg. Da haben wir einen Dummy gekommen, mit einem Chip zurückgefahren. Da bin ich auch noch nicht daheim gewesen. Und mal Butter auch oben einer Kugel. Weil da sind wir 8 Familien, weißt du, früher beschädigt. Die fangen nicht, die haben frei gewesen bei uns. Mhm. Und haben mitgearbeitet. Ja. Und nicht gleich heim. Ja, ja. Und wenn du jetzt, siehst du Krieg als sinnvoll an? Meinst du, dass das in irgendeiner Form Sinn hat? Oder wenn man da selber dabei war als 16-Jähriger? Weißt du was? Sag mal. Auch mein Bub, der hat im Januar zu einem Marianischen Männerkongress gefahren nach Oldenmarkt. Da hat er mir gesagt, der ist sehr Sohn, so kann es nicht weitergehen, wie es jetzt ist. Jeder noch größer, jeder noch mehr. Weißt du, und bloß ein Ding, das kann nicht weitergehen, das gibt es nicht. Mhm. Und das hat er offen da drin als unbelehrbarer Bürger und blöder Hund da gesagt, da haben sie viel aufgeregt. Mhm. Dann kommt doch die Pandemie. Gell? Ja. Und du ist noch nicht gut. Also ich bin, sag mal, ein, wie sagst du, also leicht betrifflich. Ja, ja so, Risikopatient oder Risikogruppe. Aber, ja. Jetzt sagst du, sag ich, mit den Weibern habe ich noch nie ein Glück gehabt.
Corona. Corona. Ja, so ist es auch noch nie gesehen. Ja, schon, da haben wir wieder toll. Ja. Haben wir wieder toll. Ich habe noch die Werbe gesehen, ja, das habe ich, das stimmt. Aber ich habe gesagt, Schienherz. Mein Gewand war es noch schöner. Jetzt haben wir ganz schön lange geredet. Jetzt haben wir, wie viel jetzt ist Film? Ja, ich glaube, ja, das, wenn es bringt, dann kriegst du dich gut. Das bringen wir, natürlich. Gebracht wird es auf alle Fälle. Und das ist so ein bisschen als Ziel, oder warum wir das in dem Format machen, so praktisch auf Radioform, also Podcast nennen sie das, dass wirklich Zeit vergeht, dass die Leute Zeit haben, sich das auch zu hören in Ruhe. 20 Jahre für ISW habe ich auch im Radio dabei geredet. Mhm. 20 Jahre lang. Aber jetzt sage ich, nein, sage ich, muss mal klar sein. Servus. Das ist mein Junior. Servus. Ah, morgen ein Teufel gehen. Aber freiwillig. Jetzt werden musiziert. Habt ihr noch eine Probe? Ja, ganz genau. Aha. Wenn wir sonst gar nichts dran haben. Ja. Und der Ralf und ich sitzen gerade eben beim Bertl in der gemütlichen Stube und wir haben echt umgeben von der Musik und es ist ja, total angenehm. Hinter uns stapeln sie die Instrumente und Gitarren und Zitter aus dem Leben. Ja, gerade ich bin nicht mehr der mit Gitarre, das geht noch. Aber auch nicht mehr das. Ich bin nicht mehr griffsicher. Und da auch, ich kann einzelne sagen, aber es haut nicht hin. Haut nicht hin, aber das haut hin. Der Unterberg. Der Unterberg reicht nicht mehr. Und das freut mich. Das werden wir uns auf alle Fälle merken. Dass wir sehr gut, ja. Und das freut mich. Das freut ihn. Ja. Und wenn es jemals aussichtslose Situationen ruhig drüber schlafen. Es gibt einen Weg. Ja. Ich glaube, das hat deine Geschichte deutlich gemacht, dass es immer einen Weg gibt. Ich sage vielen Dank für die Zeit und für das, dass du so offen erzählt hast. Ja, jetzt habt ihr mich praktisch unverkennbaren Menschen dummer Klasse kennengelernt. Ja, ich glaube, dass du... Und mir hat es gefallen, weil ihr gelacht habt. Ja, mir... Das heißt ja so... Ein Mensch, der einen anderen Menschen Freude machen kann, das ist wirklich ein Mensch. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr wissen wollt, wann die nächste Folge da ist, dann abonniert bitte unseren Podcast Auf an Ratsch. Und wenn ihr jemanden kennt, den wir hier unbedingt mal vorstellen sollten, weil er eine super Geschichte zu erzählen hat, oder wenn ihr sonst Anregungen, Fragen oder Kritik habt, schreibt uns bitte an raimundmeisenberger@pnp.de.